Rasia, was ist das Besondere bei dieser noch sehr, sehr jungen Hunderasse? Sozusagen die Vorstufe des Eurasiers ist aus dem Chow Chow und dem Wolfsspitz entstanden, der erstmal sogenannte Wolfschau. Die Idee zu der Rasse ist in den 50er Jahren entstanden, 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, und umgesetzt wurde sie dann in den 60ern. Es kam schließlich noch der Samoyede hinzu und so entstand die Rasse Eurasia. 1973 folgte die offizielle Anerkennung dieser wirklich noch sehr jungen Rasse. Die Lebenserwartung beträgt bis zu 14 Jahre. Sein Gewicht liegt zwischen 18 und 32 Kilogramm und die Größe zwischen 48 und 60 Zentimeter. Der Eurasier ist ruhig, ausgeglichen und geduldig. Darüber hinaus ist er sehr sozial, freundlich, intelligent und ausgesprochen selbstbewusst. Wenn Sie von einem Hund völlige Unterordnung erwarten, dann wählen Sie bitte eine andere Rasse. Er bewahrt seine Individualität und kann auch durchaus schon für erfahrenere Hundebesitzer eine Herausforderung darstellen. Als Anfängerhund ist er eher nicht geeignet. Eurasier haben eine sehr enge Bindung zu ihrer Familie. Fremden gegenüber sind sie eher reserviert. Sie benötigen auch immer diese enge Verbindung, also immer Anschluss, sind daher als Familienhund auch sehr gut geeignet und sollten auf gar keinen Fall im Zwinger gehalten werden. Er würde da nur unnötig leiden. Und aufgrund der besonderen Feinfühligkeit spürt er auch deutlich die Stimmungslage seiner Menschen. Das können Hunde natürlich ganz allgemein sehr gut, aber der Eurasier noch mal ganz besonders gut. Obwohl er ja ein ursprünglicher Wachhund ist oder gewesen ist, bellt er nicht sehr stark und er besitzt auch nahezu keinen Jagdtrieb. Und was außerdem erfreulich ist, er hat keine typischen Rassekrankheiten. Ganz selten kommt es mal zu einer Wimpernfehlstellung, die aber ihm in der Regel keine Probleme macht. Oder auch sehr selten Skeletterkrankungen. Also die kann man keineswegs als Rassekrankheiten bezeichnen. Er ist wirklich ein sehr robuster, gesunder Hund. Und die Ansprüche an die Zucht, die sind auch sehr hoch. Es werden ausschließlich gesunde Hunde, die nicht miteinander verwandt sind, verpaart. Ja, eigentlich sollte der Standard grundsätzlich sein, immer für eine Zucht. Aber leider ist das ja nun nicht der Fall. Beim Eurasier ist es aber so.